herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Catfell. In der letzten Folge bin ich gestorben. Ich habe meine Items wieder. Ich habe danach noch ein bisschen, war ich noch ein bisschen offscreen, habe mein Inventar auch mal entmüllt ein bisschen. Ich habe noch ein paar Monster getötet und hier die Kühe gezüchtet und ich würde sagen, es ist an der Zeit, hier ein paar zu töten. Das war nicht, wie ich mir das dachte. Ich wusste nicht, dass dieses Ding hier Flächenschaden macht. Ja gut. Kann ich euch zwei paaren? Nein, kann ich nicht. Ich sag's mal so. Wir haben 6 Leder. Das heißt, wir haben schon mal einen halben Hanglider. Ist doch super, oder? Vielleicht nicht ganz so, wie ich gerade, wenn man bedenkt, dass ich gerade fast meinen Kuhstall ausgerottet habe. Aber, ja. Kann man nichts machen. So, da ist ein Zombie. Nee, ich bin im roten Flash nachgehechtet, das andere Ding lag noch weiter oben. So, Creeper bekommt einen Pfeil und dann... werde diese Folge beinahe genauso geändert wie die letzte. Wäre eine sehr kurze Folge geworden. Krankenwagen bei mir im Hintergrund, super. Das ist genau das, was ihr vermutlich hören wollt, wenn ihr meine Videos anklickt. Vorausgesetzt, irgendjemand von euch hat mein Video überhaupt angeklickt. Weil in der Regel bin ich nicht das, was man in seiner Freizeit so anschauen will. So, dann... wow, der Ring hat noch keinen Schaden bekommen. Obwohl er mir schon so oft die 2,5 Herzen geheilt hat. Oder heilt er sich selbst, wenn ich den trage? Nee, nur wenn ich's in der Hand habe. Oder reicht das, wenn ich als Ring trage? Nee, ich habe keine Ahnung. So, dann erstmal hoch zu Gamakichi. Und bei Gamakichi kann ich mir jetzt vermutlich gleich ein paar Dinge kaufen. Ah ja, für die, die sich wundern, wie ich bitte zu meinen Items gekommen bin. Ich habe mich da einfach mit Dirt drüber gebaut, sieht man da noch. Ich muss unbedingt einen schnelleren Weg finden, um durch die Luft zu reißen. Hörst du? So, das ist es, was ich will. Jetzt. Helm und Hose. Oder Helm und das Ding. Oder das. Das. Das da und Hose. So.
Oh mein Gott, Night Vision ist geil. Tschüss. ja, und der Helm macht Waterbriefing. Und repariert sich selbst, wenn ich ihn halte, was jetzt geschehen ist. Okay, das ist sehr interessant. Und das hier repariert noch andere Items, wenn ich es habe. Tatsächlich. Es repariert andere Items. Das ist cool, weil ich kann es in die Hand nehmen, um es zu reparieren, und ich kann es anziehen, um andere Items zu reparieren. Und das da repariert nur sich selbst, wenn ich es halte. Okay. Gut zu wissen. Tschüss, Gamakichi. Ich sagte Tschüss, Gamakichi. Ich habe ein neues Lieblingsspiel gefunden. Alter, wie lang fällt der da denn bitte? Mir fällt gerade auf, dass es sein kann, dass er in Wasser gelandet ist, was nicht so gut wäre. Wenn ich glaube, dann ist er jetzt da unten und kommt nicht mehr hier hoch. Ich glaube, ich sollte. Okay. Ich glaube, der ist einfach bloß ziemlich lang gefallen. So, Kühe. Zack, zack, zack. Und Baumhaus. So, und jetzt würde ich gerne. Ich könnte mir dieses XP-Boost holen. Das einzige Problem an diesem XP-Boost ist, ich weiß nicht, was es mir bringt. Ah ja, extra EP dafür, dass ich Monster kill. Das ist gut, weil dann kann ich nämlich mehr verzaubern. So, für die unter euch, die sich fragen, wie zur Hölle bin ich eigentlich an meine Items wieder rangekommen, nachdem ich gestorben bin. Da. Ich habe mich darüber gebaut und dann bin ich gesprungen. So, und ab jetzt weiß ich, nicht während ich den Bogen spann, laufen. Mr. Creep, wissen Sie, was Sie jetzt tun werden? Sterben. Freuen Sie sich? Ich aber. So. Nein! Fuck. Und tschüss.
Nein, ich schaff's noch. Ich schaff das noch. Jawohl. Das ist ein lustiger Trick. Ich weiß nicht, ob der in der neueren Version noch geht, aber in dieser geht er auf jeden Fall noch. So, Schlange. Ja, einfach bloß rumlaufen und Monster killen ist nicht so interessant. Die andere Schlange auch was in der Hand? Hallo Schlange. So, erstmal kaufe ich mir hiervon wieder ein Stück. Was heißt kaufen? Ich bekomme sie einfach geschenkt. So. Und hier tatsächlich nichts in der Hand. Ich glaube. Die eine Schlange ist die einzige, die was in der Hand hält. Die anderen haben alle nichts in der Hand. Und das ist so ein komischer Holzstock mit Kringel und irgendeinem grünen Zeug. Stellt vermutlich Gift und Blätter da oder so. Ich meine, die Schlange ist grün. Ist eine Giftschlange. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt zum Squid werde? Weil normalerweise sieht ja die. Zur Hölle ist mit meinem Leben passiert. Und das sieht ziemlich scheiße aus. Nein, danke, ich möchte bitte wieder zum Menschen werden. Hallo Schlange, bei der kann man überhaupt nichts Interessantes einkaufen. Das Interessanteste, was man bei der kaufen kann, sind diese magischen Stifte. Mit denen kann ich nämlich selbst solche Blöcke machen. Schlange. Futter. Ist da ein Viech? Das ist ein Schwein, oder? Ja, das ist ein Schwein. Na egal. Ich habe genug Essen, wenn es auch scheiße ist. Mir fällt gerade auf, dass der Protagonist, dass ich in Minecraft übel viel Blausäure zu mir nehme. Ich meine. Die vergifteten Kartoffeln, das ist ja praktisch größtenteils Blausäure. Die machen zwar satt, aber die vergiften halt auch. Aber eigentlich müsste ich jetzt so viel Blausäure-Intus haben, dass ich schon lang tot wäre. Es würde irgendwie besser sein, wenn man zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch den Wither-Effekt bekommen könnte. Wow, es geht einfach bis zum Bedrock runter hier das Wasser. Krass.
Also, gerade keine Lust, noch mehr Leben zu verlieren. Ich merke, wir nähern uns der Dreckwand. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu Q. Euch kann man füttern. Alles in Ordnung bei euch? Also, ich habe gelernt, ich werde die Kuh einfach nur mit der Hacke schlagen, statt mit dem Schwert, weil wenn ich sie mit dem Schwert schlage, dann sterben alle Kühe außenrum auch One-Hit. Ich meine, so Flächenschaden ist ja eigentlich schon was Cooles. Bloß wäre halt praktisch zu wissen, was Flächenschaden macht. Okay, man fällt weiter, während man das Vorburg öffnet. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Und das hätte mich gerade beinahe umgebracht. Ja, dann kann ich nicht verzaubern. Kann ich nicht verzaubern? Federfall. Dann das da kann ich noch verzaubern, aber ich habe bloß noch ein Level. Ja gut. So, dann den sollte ich vielleicht mal in die Hand nehmen ein bisschen. Wer sich dadurch wieder heilt. Ich sollte daran denken, dass ich kein Jetpack mehr habe. Slowly ist wohl eher sehr slowly. Da fällt mir gerade was ein und zwar geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das geht. Das ist ein Creative Tool und irgendwie, wenn es geht, warum nicht nutzen? Was kann ich dazu drauf machen? Protection 10. Lieber nicht. Ich könnte Sharpness drauf machen. Unbreaking ziehen. Wobei XP Boost bringt ja nichts. Repair ziehen. Ja.
Ich glaube, wenn ich gerade schon mal dabei bin, kann ich die hier auch gleich. Verzaubern, machen wir auch Protection 10. Unbreaking 10. Repair 10. Protection 10, Feather Falling 10. Unbreaking 10. Repair 10. Wie viel Schaden macht mein Schwert, wenn das jetzt Schärfe 10 bekommt? Looting 10? Unbreaking 10? XP-Boost 10? Und Repair können wir auch noch machen. Ist doch super. So, und der Bogen, der bekommt Unbreaking 10. Ich meine, warum nicht? Power 10. Ja, Infinity reicht 1. Dann Damage und Poison, was auch immer das ist, Confusion. Was ist der Unterschied zwischen Infinite und Infinity? Ich mach einfach beides mal rein. Multishot. Ja, und Repair braucht man natürlich auch. Und nicht zu vergessen natürlich Flimflam. Ich möchte gerne wissen, wie viel Schaden dieser Bogen macht. Ich möchte gerne ein Monster haben, das ich damit abschießen kann, um zu sehen, wie viel Schaden das macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das gleich wieder rückgängig mache, weil er ist einfach viel zu OP. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mal den Kopf gedroppt bekommen. Ja. Also. Und wie bin ich darauf gekommen, dass dieser Creeper sich nicht in die Luft jagen könnte? Okay, ich glaube, ich mache das wieder rückgängig. Das macht ja auch keinen Spaß. Also, Protection weg. Unbreaking weg. Repair weg. So, du hattest aber Protection 3. Feather Falling 2. Unbreaking hattest du nicht. Und Repair hattest du auch nicht. Dann du hattest ebenfalls keine Protection, ebenfalls kein Unbreaking und natürlich auch kein Repair. Du hattest Power 2. Hatte ich Infinity? Ich glaube, ich hätte es nicht.
Wobei doch, ich hatte Infinity drauf. Infinity, der. Aber bitte Infinity 1. Oder hatte ich Infinity? Ich weiß es nicht mehr. Dann Sharpness hatte ich 3. Looting hatte ich 2. Unbreaking hatte ich nicht. Und XP Boost hatte ich 1. Repair hatte ich auch nicht. Okay. Na gut. ja, war doch ganz lustig. Oder etwa nicht. So, ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit dieser Folge, in der wir einige Cheats ausprobiert haben. Oh, da fällt mir gerade noch was ein. Ich muss meine Rüstung wieder anziehen und das geht dann auch. Jawohl. Oh mein Gott. Ja, so will ich nicht sterben. Wäre aber lustig, wenn man genau so stirbt. So. Creeper einmal mit dem normalen Bogen abschießen und dann Damage schlagen für keinen Kopf. Ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit dieser absolut bescheuerten Episode. Habe ich eigentlich Stärke? Ja, ich habe Stärke. Ich habe Stärke 4. Das dürfte sogar gar nicht mal so viel sein. Wobei, doch. Wie viel Prozent mehr Schaden mache ich mit Stärke 4? Weiß das jemand? Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, wie gesagt, das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns nämlich cheaten, dass das Zeug wieder weg ist. Oder vielleicht werde ich bis dahin ein paar Köpfe gefarmt haben. Ich meine, das wird einfach. ja. Vielleicht sollte ich das nicht ausnutzen. Was ich gar nicht ausprobiert habe, ist. Crasht das Spiel, wenn ich dieses Werkzeug hier verzaubere? Ich will es nicht wissen. Ich frag mich gerade im Übrigen auch, woher die beiden Potions kommen. Ich weiß, die habe ich irgendwann mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Warum versuche ich eigentlich hier hochzufliegen, wenn ich eh bloß dahin will? Ich kann mich doch auch einfach teleportieren. So, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Nacht oder Tag wird, aber da hinten ist auf jeden Fall noch ein Creeper, der gerade sterben will. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie einfach wird das, diesen Creeper zu töten? One hit. da vorne ist ein Creeper. Und mehrere Zombies. One hit. One hit. One hit. Oh mein Gott. Dort unten ist ein Skelett.
One Hit. Da ist ein Zombie. Two Hit. Wow. Jetzt hat mich der Zombie aber echt überrascht. Der Kleine. Er muss wohl eine Rüstung gelegen haben. Die war wohl gut. Ach komm schon. Ja, okay. Also ja, mit Not Enough Items rumzuspielen macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich hier so ein bisschen die Möglichkeiten von Not Enough Items ausprobiert habe. Ich meine, ich will ja eigentlich auch nicht cheaten. Ich wollte es halt ausprobieren, ob das geht. So. Ja. Ich hoffe, dass wir bald wieder nach Catville zurückkommen können, um da zu helfen. Ich hoffe, dass in Catville nicht allzu viel Schlimmes passiert ist, weil... Ganz ehrlich, so ein bisschen Angst habe ich davor, ja. So, und jetzt hoffe ich, dass nicht alle Kühe sterben. Zwei Kühe haben überlebt. Ist ja nicht so, dass ich gerade alle Kühe gepaart habe, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Kühe überleben. Aber immerhin, ciao.